Maggie hat gelesen, dass die Entwicklung eines Medikaments im Durchschnitt mehr als 1 Milliarde Euro kostet. Geht es nicht günstiger? Das würde sich doch auch auf den Preis in der Apotheke auswirken. Mehr als 1 Milliarde. Das ist richtig. Aber die Entwicklung eines neuen Medikaments dauert etwa 10 bis 12 Jahre. Von 100 Entwicklungskandidaten, an denen wir forschen, erreicht oft nur ein einziger die Zulassung. Innovation braucht Anreize. Die angemessene Belohnung medizinischer Errungenschaften ist die Voraussetzung für die Entwicklung neuer, bedeutsamer und innovativer Medikamente, die den Patienten und der Gesellschaft nutzen. Und die Umsätze von heute finanzieren die aktuellen und künftigen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die wir dringend brauchen, um neue Therapien für die Zukunft zu entwickeln. Die Familie Cole hat einige Antworten auf ihre Fragen bekommen. Sie konnte sich davon überzeugen. Die Forschung bei Bayer erfüllt hohe medizinische, wissenschaftliche und ethische Standards. Die Sicherheit und Gesundheit von Menschen steht dabei an erster Stelle. Haben Sie weitere Fragen zu klinischen Studien? Dann besuchen Sie doch mal unsere Internetseite